Aber allen noch bin ich nicht nur so nachgekommen. In einem Wahnsinnstempo mit einer Heckwelle wie bei Unoburg. Wahnsinnig gekonnt und präzise. Sogar mit Abstoppen vom Aufstieg. Super, und jetzt der Wechsel. Auf geht's. Teamwork hier. Schlüssel in Hand. Und Linas gibt alles auf Brett. Aber auch unsere gegnerische Mannschaft. Hat jetzt ordentlich aufgeschlossen, die Zielgerade ist erreicht. Voller Körpereinsatz. Alle Partner werden merken, wie wichtig es ist, den gesamten Oberkörper da mit einzubeziehen. Nur auf den Arm hält man das lange nicht durch. Nicht mehr durch, Jungs. Gut, und auch der zweite Wechsel sind in der Stadt hier. Ebenfalls die Kommando professionell. Ja, das wurde dann auf den Tor gemacht und da geht es doppelt so schnell los, genau. Und Power am Platz. Genau. Der erste Partner hat sich an einer Frische geholt. Bei dem wird er nicht schlimm, ganz im Gegenteil, manche möchten sogar. Linas jetzt auch schon um die orange Boje und auf dem Endspurt zur Siegerlage. Wie gesagt, mit deutlichem Abstand auf die zweite Welt, was aber vielleicht noch nicht zu sagen hat. Und auch unsere letzte Panel der ersten Mannschaft ist gestartet. Der Wechsel war professionell der vorherige. Und auch die gegnerische Mannschaft hat jetzt wieder auf Amateurs. Nichtsdestotrotz wirklich ein Wahnsinnsvorsprung. Überrunden liegt jetzt wirklich in greifbarer Nähe. Und es ist ein Kopfmann-Kopfrennen. Überrundung des Teams. Aber es ist auch beide um die Boje herum. Deutlich zu sehen, die Schwierigkeiten, das Surfbrett da wirklich auf engstem Raum zu manövrieren. Und der Endspurt für die erste Mannschaft. Nichtsdestotrotz, vielleicht just for fun. Es ist klar, welcher Platz, aber vielleicht just for fun einfach nochmal. Jetzt nochmal mitfahren. Nochmal an die letzte Mannschaft, damit der andere bei der letzten ist, ne? Es geht weiter, der erste Platz deutlich verdient. Nichtsdestotrotz um den Wettkampfcharakter bis zu erhalten. Startet natürlich die Mannschaft der Top-Mannschaft. Dann probiert jetzt noch heute den letzten Partner der Jugendmannschaft hier.
Genau. Auf geht's. Wechsel. Versus. Super. Und auf geht's. Genau. Das war ein wenig zu weit am Heck. Mal schnell wieder das Pferd zurückschubsen zum Servern. Genau. Und andere noch mal aufbrechen. Wie gesagt, es kann eine Übung sein fürs nächste Jahr. Nächstes Jahr holt ihr den Titel. Nächstes Jahr kommt auch. Vielen Dank für eure Bereitschaft hier und für euren Sportgeist. Wie gesagt, ich bin da drin. Und jetzt nochmal. Auf geht's. Genau. Unser Ronny ist schon die zweite Runde in der LCB und im Ratschaft. Ich bin jetzt wieder auf der Zielgeraden. Mit der Wahnsinn-Körperspannung, also für das Super. Ja, und auch hier jetzt die Erholung des Kampfes von der kommt aus. Und dann noch viel zu trennen und dann kann man die Geschwindigkeit noch leicht erhöhen. Genau, ich komme mit angerauschten Gepäckwelle. So, und Bergschlag zu vermeiden. Super, also deutlicher erster Platz hier bei der Mannschaft. Ronny, Lena und Schwan auf da! Jetzt offiziell gerade hier bei der zweiten Mannschaft. Leichte Kurzkorrekturprobleme. Das Brett fällt nach Kaninchen Werder. Der Vater fällt zurück zum Steg. Jetzt haben sie sich kurz getrennt. Ja, also, hier jetzt nochmal kurz die Siegerehrung, der erste Platz für Steffen und Ronny von der Talk-Gemeinschaft Neptun sowie unsere Jugendwasserwachter Linas. Herzlichen Glückwunsch, ein kleines Wassersportfläschchen. Genau, viel Spaß beim Badeaufsicht. Einpacken, ne? Taxi-Bar, so.